gonna take on the world. Barbara Kostanik von der ARD. Hallo. Angesichts der vielen Krisen, das schließt ein bisschen so an, und der dramatischen Krisenlage. Vermissen Sie Angela Merkel? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ja, das waren Ihre Gebührengelder beim Einsatz. Herr Bundeskanzler, vermissen Sie die vorherige Bundeskanzlerin? Herr Bundeskanzler, warum sind Sie so erfolgreich, könnte man dann auch gleich noch fragen. Die heutige Bundespressekonferenz war für mich ein Zeichen dafür, dass diese Institution zu einer Bundespropagandakonferenz geworden ist. Wir haben es mit einer Selbstkastration der Medien zu tun, mit einer Inzucht. Der Kanzler hält Hof, sein journalistischer Hofstaat kriecht zu Kreuze, Szenen zum Fremdschämen, fast alle Journalisten, ich habe nur zwei ohne gesehen, in vorauseilender Selbstkastration mit FFP2-Masken, Kanzler und Anhang natürlich ohne. Scholz demütigte die Fragesteller teilweise regelrecht und der Saal lachte daraufhin. Und in den großen Medien, also ein Radiosender, der hatte dann nur als Aspekt in der Berichterstattung, ob es ihm auch wieder gelungen sei, die Journalisten zum Lachen zu bringen. In meinen Augen eine ganz, ganz bittere Stunde, eine Symbolik, die Gleichtaktung der großen Medien. Journalisten, die brav Männchen machen, wahrscheinlich muss man jetzt Frauchen sagen vor den Mächtigen, die vermeintlichen Kämpfer für Buntheit und Vielfalt, völlig eintönig synchron und das Ganze fast schon militärisch. Kreuzbrav, und ich werde jetzt nur einen kurzen Ausschnitt machen, weil es ist wirklich schwer zu ertragen. Ansonsten, wenn ich viel mache, ich mache nur ein paar Szenen und ich denke, das ist genügend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so skandalös ich es politisch und journalistisch finde, dass man mich da ausgeschlossen hat, so erleichtert bin ich menschlich. Das ist fast eine Frage der journalistischen und intellektuellen Hygiene, da nicht dabei zu sein. Und ich fasse es als große Auszeichnung auf, dass man mich aus diesem Verein ausgeschlossen hat. Aber jetzt die Antwort auf die Frage, auf die kritische, in Anführungszeichen, Frage von der ARD, ob der Kanzler die vorherige Kanzlerin vermisst. Ja, das ist Journalismus im Jahr 2022. Ja, und allein schon der Gesichtsausdruck von Scholz sagt eigentlich alles. Wenn sich ein Politiker so freut über eine Journalistenfrage, dann hat der Journalist versagt in meinen Augen. Ich telefoniere gern mit ihr, aber ich bin jetzt auch gerne Bundeskanzler. Also, falls das die Frage war. Okay. So, dann sind wir durch, das war's. Dankeschön. Also, um es zusammenzufassen, ein souveräner Auftritt hier von Olaf Scholz. Und er hat sich hier nicht ins Boxhorn jagen lassen. Die Masken führten dann zu bizarren Szenen, die fast schon etwas von erotischer Spannung zwischen Macht und den vermeintlichen Kontrolleuren hatte. Voilà. Dann habe ich Herrn Busch auf meiner Liste. Ja. Thomas Fitztum mit dem Europa Bayern. Ich hatte Sie für Herrn Busch gehalten, das war irgendwie ein Versehen. Das ist mit den Masken. Aber er, ja, genau. Aber er hat sich erkannt gefühlt. Ja. Der Blick hat gereicht. Aber es gab auch Fragen, die den Bundeskanzler massiv ins Schwitzen brachten. Bitte sehr. Ja. Herr Bundeskanzler, ich habe eine Frage. Mein Name ist Haytham Ayaz. Planen Sie eigentlich einen Besuch in der arabischen Welt? Ja. Also, um es zusammenzufassen, ein souveräner Auftritt hier von Olaf Scholz, und er hat sich hier nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das war ein Ausreißer, werden Sie sich jetzt sagen. Bei den anderen Fragen hat der Bundeskanzler, wie es sich gehört, Rede und Antwort gestanden. Voilà. Stefan Reinhardt, Schweizer Fernsehen. Es gibt ja im Zusammenhang mit der Energie auch Verhandlungen mit der Schweiz über ein Solidaritätsabkommen. Können Sie da sagen, wo man da steht und wo es allenfalls noch hakt? Nein. Ich
geräumt. Also, um es zusammenzufassen, ein souveräner Auftritt hier von Olaf Scholz und er hat sich hier nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wenn Sie jetzt glauben, da hätte es noch eine Nachfrage gegeben oder irgendein Nachhaken, nein, nichts, null, zero, niente. Aber es gab auch Fragen zu den heiklen Themen, aber die waren leider so zahnlos, so naiv, so leicht für ihn zum Herauswinden, dass sie nicht fruchteten. Wobei die Kollegin hier jetzt gleich von der Bild das noch gut machte und die anderen hätten dann eben das aufgreifen müssen, aber das haben sie nicht gemacht und so entsteht eine scheinkritische Befragung, die in Wirklichkeit Potemkinschen Charakter hat. Nadja Aswort von Bild, schönen guten Tag, Herr Scholz. Sie haben gerade schon Ihre Zeit als Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg angesprochen und ich finde schön, dass Sie sich erinnern an Sitzungen zu Wilhelmshaven, aber nicht mehr zum Cum-Ex-Skandal. Dazu eine Frage. Was wissen Sie über das Geld im Schließfach von Johannes Kahr? Nichts. Und die nächste Frage, was glauben Sie denn, wo es herkommt? Keine Ahnung. Ich nehme an, Sie wissen es eher als ich. Ein Ansatz von Grillen tauchte dann, wie so oft bei dem ausländischen Journalisten Rob Savelberg auf, aus den Niederlanden. Hören Sie sich das an, einer der Höhepunkte der Bundespressekonferenz, aber leider versandete es dann. Voilà. Ja, guten Tag, Herr Bundeskanzler. Sie sprachen davon, dass Sie Versäumnisse abarbeiten wollten. Das haben Sie so betont und auch, dass Sie sich nicht wirklich daran erinnern konnten, dass Sie den Chef einer großen Bank mehrmals getroffen haben. Der hat aber 47 Millionen Euro vom deutschen Staat geklaut. Und danach hat Ihr Apparat in Hamburg, haben Sie angewiesen, darauf nochmal zu schauen, wonach also dieser angeklagte Banker das geklaute Geld behalten durfte. Und meine Frage ist, das ist doch eigentlich nicht glaubwürdig. Vor allem ist es nicht glaubwürdig, wenn man in eine Frage Fakten mischt, die nicht erwiesen sind nach 2,5 Jahren Recherche, die auch Sie ja sehr intensiv machen und auch immer wieder mit diesem Thema. Nein, aber was doch bewiesen ist. Und deshalb ist es nicht so, wie Sie sagen. Es gibt keinen einzigen Hinweis darüber, nachdem man all diejenigen Beteiligten gehört hat, dass es eine Einflussnahme der Politik auf diese Entscheidung gegeben hat. Und im Übrigen nur der Vollständigkeit halber, und weil das hier ja auch öffentlich berichtet wird, all die Steuern, die der Staat verlangt hat, hat er auch eingezogen. Ja, Zusatz, was doch bewiesen ist, was Sie auch wissen, ist, dass nach Ihrer Anweisung, nachdem Sie den Mann doch getroffen haben, mehrmals, wonach Sie sich erstmal nicht erinnern konnten, jetzt doch, danach durfte er das von seiner Bank geklauten Geld behalten. Das ist also eine Tatsache, das sind Fakten, das ist Nein, also das bewiesen. Nein, das ist keine Tatsache und wenn Sie... Sie können sich darauf verlassen, dass ich nicht zu den Leuten zähle, die sowas machen. Aber Sie würden diese Tatsachenbehauptung nicht erhärten können. Wenn Sie es müssten. Die nächste Frage. Würden Sie nicht erhärten können, wenn Sie es müssten. Bedenken Sie das, wenn Sie sowas sagen. Ja, wie in Sizilien. Der Bundeskanzler droht mehr oder weniger durch die Blume einem kritischen Journalisten. Und Rob Savelberg macht dann auch nicht mehr weiter. Er knickt ein, er sagt nichts mehr, wie er das sonst macht. Er hat ja auch schon Merkel gegrillt und andere. Aber jetzt traut sich auch Rob Savelberg nicht mehr. Leider hat sein Verein, wo er im Vorstand ist, auch mich nicht aufgenommen, obwohl sie es nach meinen Augen müssten. Da hätte ich nochmal eine Chance gehabt, in die Bundespressekonferenz zu kommen. Also auch Rob Savelberg inzwischen nicht mehr der Alte. Leider. Und damit war der Kanzler durch. Dann gab es aber auch noch eine andere Frage von unserem jungen und naiven Freund, dem Maskenpetzer, der Kollegen verpetzte, weil sie keine Masken haben und der heute Fleißbildchen versuchte zu bekommen für sein Fleißheftchen für einen Wechsel vielleicht auf die Regierungsbank, schön verpackt im Wolfspelz, damit es ein bisschen kritisch aussieht, es aber in Wirklichkeit nicht war. Voilà. Ich war jetzt jung und naiv. Zwei Fragen. Habe ich mich da verhört oder hat sich Herr Jung gerade als Scholz jung und naiv vorgestellt? Ein freudscher Versprecher möchte er Bundeskanzler werden und er darf zwei Fragen stellen, den normalen Journalisten nur einen, aber Herr Jung vom ganz linken Rand, der hat die Meistbegünstigungsklausel in der Bundespressekonferenz. Aber jetzt hören wir uns die Frage an, voilà. Zum einen das 9-Euro-Ticket im ÖPNV ist ein großer Erfolg Ihrer Regierung. Welche weiteren Erfolge Ihrer Regierung wollen Sie beenden? Gar keine. Ja, offensichtlich schon, weil das 9-Euro-Ticket nicht vorliegt. Es war von vornherein zeitlich befristet. Schleimerei,
als kritischer Journalismus getan? Darauf muss man erstmal kommen. Und auch die zweite Frage war genauso eine Mogelpackung, weil sie zwar nach außen hin kritisch rüberkam, aber weil es natürlich ganz klar ist, dass sie in dieser Form für den Bundeskanzler eine Steilvorlage ist, um sie zurückzuweisen. Das schauen wir uns auch noch kurz an. Könnte man ja ändern. Zweite Frage. Fordern Sie eigentlich Johannes Kahrs auf, die Herkunft der 200.000 Euro in Bar nachzuweisen und der Öffentlichkeit zu begründen? Und haben Sie jemals mit ihm über die Warburg Bank gesprochen? Also ich bin so neugierig wie Sie und wüsste natürlich gern, wo es herkommt, aber er wird mir wahrscheinlich weder mir noch Ihnen eine Auskunft erteilen. Aber das können Sie ja öffentlich fordern, dass er das tut, weil Sie wollen ja nicht, dass Dreck an Ihrer weißen Weste hängen bleibt, oder? Da Sie ein seriöser Journalist sind, ist das ja ausgeschlossen. Ja, Spiegelfechten nennt man das. Potemkinscher Journalismus. Man tut so, als sei es kritisch und alle sind zufrieden, weil man sich nicht wehtut. Ich möchte es heute ausnahmsweise einmal kurz machen für Sie. Das war es im Hauptteil. Ich werde danach noch statt eines Backstage noch ein paar Fragen aus der Runde bringen und die kommentieren. Was ist das Fazit? Faktisch haben wir es mit einem Kartell zu tun. Die Regierung bietet einem elitären Club von Hauptstadtjournalisten in Anführungszeichen quasi exklusiven Zugang zu exklusiven Pressekonferenzen. Und im Gegenzug bietet dieser Club, Bundespressekonferenz, ist ein Verein, ein Club, Schutz vor kritischen Fragen und vor Journalisten, die ihnen wirklich wehtun. Man könnte hier von journalistisch-politischer Inzucht bezeichnen. Der Kanzler hält Hof, der journalistische Hofstaat kriecht zu Kreuze und schleimt sich ein. Man müsste es umbenennen, um ehrlich zu sein, Bundespresseverhinderungskonferenz oder Bundespropagandakonkurrenz. Die Definition vom Duden für Propaganda lautet systematische Verbreitung politischer, weltanschaulicher oder ähnlicher Ideen und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen. Genau das tun die Bundesregierung und die Bundespressekonferenz Hand in Hand, eine Art Symbiose. Eigentlich müsste sich die Opposition dagegen wehren, weil es ist eine Propagandasymbiose. Wenn die Bundesregierung exklusive Pressekonferenzen gibt, dann muss der Zugang offen sein. Dann darf das nicht sein, dass man hier Kritiker ausfiltert. Aber die Opposition ist entweder nicht in der Lage oder nicht mutig genug oder nicht fähig genug, um etwas dagegen zu tun. Für zukünftige Generationen von Journalisten und Journalistenlehrern wird das eine Frage der Vergangenheitsbewältigung sein. Auch für Juristen, glaube ich. Ich finde, das gehört auch juristisch aufarbeitet, dass man lückenlos klärt, wie man aus dieser vierten Macht eine derartige Erfüllungsgehilfin der Regierung machen konnte, wie man dafür sorgen konnte, dass die so degradiert. Einer der Gründe ist das, was die Neue Zürcher Zeitung aus der demokratischen Schweiz in einer Titelzeile schrieb: Claudia Roth, Doppelpunkt Steuergelder für Journalisten, die auf Linie sind. Das merken Sie schon, nehme jetzt kein Blatt mehr vor den Mund. Als Mitglied des Vereins musste ich eine gewisse Rücksicht üben. Ich werde jetzt in einer kurzen Artikelserie beschreiben, was da wirklich passiert hinter den Kulissen der Bundespressekonferenz. Und es wird einiges erklären, ist auch ziemlich unschön. Zum Abschied jetzt nochmal die Einordnung dieser Veranstaltung heute bei Phoenix. Ich habe ja schon ein paar Mal etwas eingeblendet. Schauen Sie sich an, wie das die Öffentlich-Rechtlichen dem Publikum präsentierten. Voilà! Nun, es gab genau 33 Fragesteller, das habe ich mal mitgeschrieben, von den 87, die hier überhaupt nur zugelassen waren. Und der Bundeskanzler hat hier alle Fragen tapfer beantwortet. Er wurde quasi nie in die Enge getrieben. Auch genau, das ist der springende Punkt oder das hüpfende Komma. Er wurde nie in die Enge getrieben, mit anderen Worten ein journalistisches Versagen. Und so müsste man das auch nennen, aber Gott sei Dank benennt es der Kollege wenigstens zwischen den Zeilen, aber nur für diejenigen, die zwischen den Zeilen lesen bzw. hören können. Eben auch bei den Cum-Ex-Fragen, das lag aber auch ein bisschen an den Kollegen. Also wenn man zum Beispiel fragte, was wussten Sie von den Geldern von Herrn Kahrs, und dann sagt der Bundeskanzler nichts, das war ja vorher eigentlich klar. Genau, so ist es. Und da stellt sich mir die Frage, sind die Kollegen so dumm oder machen sie sich zum Komplizen bzw. zum Hofnarren. Und da gibt es sicherlich noch viele Fragen. Die Hoffnung oder der Glaube, dass er hier die Fragen der Journalisten in diesem Punkt konkreter beantwortet hätte, die waren natürlich naiv. Kann es auch umgekehrt sein? Kann diese Aussage naiv sein, weil die Journalisten ihn gar nicht dazu bringen wollten, mehr zu antworten? Insgesamt also ein Olaf Scholz, der hier weder in Bedrängnis gebracht wurde, noch in irgendeiner Form Rede und Antwort schuldig blieb.
Wie bitte haben wir jetzt die gleiche Veranstaltung angeschaut? Liebe Zuschauer, ihr, Sie habt das gerade gesehen. Er blieb keine Antwort schuldig. Ist das jetzt der Obolus, der journalistische Obolus des Öffentlich-Rechtlichen an denjenigen, der ihm die Gebühren finanziert und damit auch die üppige Altersvorsorge und das Gehalt? Ich weiß es nicht. Der in vielen Passagen auch an Angela Merkel erinnerte und er hat sich hier nicht ins Boxhorn jagen lassen. Na, gerade noch rechtzeitig gebauchpinselt, dann ist es doch ungefährlich für die Karriere. Auch im Studio ging die Bauchpinselei dann noch weiter. Keine Angst, da schauen wir nur kurz rein. Aber er wird eben auch sagen, auf diesen Hinweis, naja, wir sind noch nicht ein Jahr dabei, es liegen ja noch 3 Jahre vor uns und ich habe die lange Linie im Blick. Und ja, auch da würde ich sagen, Kanzlerschaften formen sich, auch übrigens im Auftreten, nicht in den ersten Monaten, sondern da hat er vermutlich noch Zeit, da will er auch noch Zeit haben. Und da geht noch was, da kommt noch was. Naja, vielleicht kommt ja auch für diesen Kommentator noch was nach so einer braven Einschätzung. Das war's. Bleiben Sie dran. Schauen Sie im Nachspann noch ein paar Fragen mit Kommentare an. Was ich noch bemerkenswert fand, jetzt noch nicht gesagt habe, in der BPK wieder ganz deutlich die Agenda von vielen Journalisten. Eine stramm rot-grüne Agenda, wo man versucht, seine Agenda rüberzubringen. Also nicht Kontrolleur der Mächtigen, sondern Einpeitscher der Mächtigen, beziehungsweise man spielt sich die Bälle zu. Mir hat das diesmal richtig Spaß gemacht, weil man hat mich ja rausgeschmissen, aber da drinnen sehen es nur wenige. Hier, denke ich, sehen jetzt wieder dafür ganz, ganz viele, was los war anhand dieses Videos und ich kann auch viel ungeschonter das alles wiedergeben. Und von daher, denke ich, ging der Schuss mit dem Rausschmiss nach hinten los. Wenn Sie wollen, dass auch die Schüsse mit Bankkonten kündigen, PayPal sperren und all das nach hinten losgeht, dann helfen Sie mit, unterstützen Sie, solange Sie es noch können, solange noch nicht alles gesperrt ist. Jetzt habe ich ein Bankkonto in Litauen. Ja, soweit sind wir schon. Und wie gesagt, keine GEZ-Milliarden, keine Steuern in Form von Werbung, einzig und allein Ihre Unterstützung und dafür auch unabhängig und nur Ihnen verpflichtet. Alles Gute, danke, ciao, wieder reinschauen, abonnieren, Like dalassen, alles Gute. Ja, und wie fast immer hätte ich etwas ganz, ganz Wichtiges vergessen. Das Thema Corona wurde so gut wie nicht angesprochen, nur in einem Nebensatz. Das Thema, das die Menschen mit am meisten bewegt in Deutschland, einfach völlig ausgeblendet von dieser Hauptstadt. Journalie hätte ich jetzt fast gesagt, ist ein böser Begriff von diesem elitären, in Anführungszeichen, Club der Hauptstadtjournalisten. Mehr braucht man über die Realitätsfremde dieser Kollegen eigentlich nichts mehr zu sagen. Aber jetzt kommt kein Nachklapp mehr. Danke fürs Kommen in die Bundespressekonferenz, danke für Ihre Geduld und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Schönen Dank für Ihre Zeit. Keine Maske beim Aufstehen. Eieieiei, Herr Hebestreit. Von den anderen fordern und selber nicht machen. Das ist ja schön. Einmal verspreche ich keinen Nachklapp mehr und dann bestraft mich die Realität. Eine Leserin schrieb mir auf meinen Artikel zu dem Ganzen hier, auf meiner Seite empfehle ich es. Sie sagte, Herr Reitschuster, das kann doch gar nicht sein, da ist sicher noch Maskenpflicht, das kann doch nicht sein, dass sich diese Menschen alle die Maske aufsetzen, sie verwechseln da wahrscheinlich was, das muss verpflichtend sein. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, es ist tatsächlich freiwillig, es ist tatsächlich vorauseilender Gehorsam und nur 2 Kollegen habe ich gesehen ohne Maske, einen, der hat die dann sofort wieder nach dem Reden aufgesetzt, bei dem zweiten weiß ich nicht, ob der dann auch so schnell ohne Mut war und vielleicht habe ich noch einen übersehen, das kann auch sein, aber für mich ist das die Symbolik des Tages, diese Selbstunterwerfung, diese Selbstkastration der Medien und vor allem diese völlige Einseitigkeit, also das sind lauter Leute dabei, die brav auf Linie sind und gerade im Journalismus müssten zumindest einige dabei sein, die nicht auf Linie sind, da sehen Sie, wie, was da für ein Monopol einer Richtung herrscht. Nein, nicht den Lauterbach jetzt wieder. Mein Gott, dieser Computer macht sich selbstständig. Der ist ja wie ein Virus in meinem Computer, dieser Lauterbach. Bitte nicht jetzt, wir wollen die Bundespressekonferenz. Herr Lauterbach, bitte nicht hier schlafen. Bitte ruhen Sie sich woanders aus, ruhen Sie sich von Ihrem Amt aus oder wo auch. Jetzt sind wir da, danke. Dann hat die erste Frage Frau Münch. Ja, Theresa Münch von der dpa. Herr Scholz, Ihr Vizekanzler Robert Habeck ist neulich ausgebuht worden. Frau Baerbock hat schon vor Volksaufständen im Herbst gewarnt. Erwarten Sie soziale Spannung oder irgendeine Art Protestbewegung, wenn die Belastungen durch die Energiekrise deutlicher werden? Und könnte das Parteien, Strömungen wie der AfD Futter geben?
Was für eine Frage. Und dann auch gleich noch die AfD gefrämt mit Futter. Futter gibt man Tieren. Also die AfD als Tier oder animalisch hingestellt. Das ist aus dem Propagandalehrbuch. Ja, Ralf Bollmann, FAS. Herr Scholz, ich habe eine vielleicht, hier bin ich, eine vielleicht etwas philosophische Frage. Sie sind ja im Dezember angetreten als eine sogenannte Fortschrittskoalition. Wir wollen mehr Fortschritt wagen, haben Sie gesagt. Inwieweit ist denn Ihre Vorstellung vom Fortschritt in der Weltgeschichte durch die Ereignisse, die wir seit dem 24. Februar erlebt haben, wenn nicht zerstört, so doch zumindest modifiziert worden? Hat sich da was dran geändert an dem Fortschritt der Fortschrittskoalition? Philosophische Frage nennt der Kollege das. Ich würde sagen, es ist einfach eine unjournalistische Frage, genauso unjournalistisch, wie wenn man ihn nach dem Wetter fragen würde und mit Sicherheit nichts für eine Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler, die zweimal im Jahr stattfindet. Christina Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nein, Sie haben sich nicht verhört. Das ist die Kollegin Dunz von dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich kann es schon kaum aussprechen. Das teilweise der SPD gehört als Eigentümer, wovon die meisten, die die Artikel bekommen in vielen Dutzenden Zeitungen gar nichts wissen. Und die Frau Dunz war auch diejenige, die mich vor laufender Kamera hier quasi denunziert hat, weil ich die Maske zum Sprechen abgenommen habe, weil sie sich dadurch bedroht fühlte, obwohl sie weit hinter mir saß. Und sie ist immer als eine der Ersten dran. Und sie hat das Meistbegünstigungsstatut bei Merkel schon gehabt und jetzt immer noch. Zu den sozialen Spannungen. Sie haben nur gesagt, was die Regierung machen wird. Deswegen zuerst die Nachfrage bitte, ob Sie glauben, dass das, was Sie angekündigt haben, zur Beruhigung führt oder ob es nicht doch zu Unruhe im Land kommen kann, wenn sich die Situation verschärft. Journalismus im besten Deutschland aller Zeiten, wie Sie das nennen. Die Frage in Klartext übersetzt, hat die Regierung recht oder glauben Sie, dass sie Unrecht haben? Das ist keine Frage, das ist ein Stichwort geben. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Scholz hier hinten, Volk Steiner, freier Journalist. Die Frage, die sich mir stellt, wir haben jetzt 11.30 Uhr, wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um das Thema Europa auch nur ein einziges Mal anzusprechen. Wie schauen Sie denn auf die tatsächliche Solidarität derzeit in der Europäischen Union zwischen den Mitgliedstaaten? Momentan sehen wir zum Beispiel die Stromversorgung in Frankreich, die aus Deutschland mit gewährleistet wird. Erhoffen Sie sich denn, dass die Solidarität in diesem Winter auch in die andere Richtung tatsächlich funktionieren wird? Schönen Dank. Das ist hier ja die Bundespressekonferenz. Ich habe ein sehr kurzes Eingangsstatement gehalten, bewusst. Und ansonsten ist es ja an Ihnen, mit Ihren Fragen die Themen zu bestimmen, über die ich mich dann äußere. Ja, da musste ich mit Scholz mitlachen, weil wenn man sich schon so blamiert als Journalist, dann kann er diesen Elfmeter vor dem leeren Tor natürlich nur verwandeln. Nicht nur blamieren, sondern auch entlarven, weil damit wieder ganz klar deutlich wurde, dass es eben um Agendasetzen geht, dass man sich hier nicht als Kontrolleur sieht, sondern als jemand, der eine Agenda hat, in diesem Fall EU. Fernando Daniello, Molino, Italien. Herr Bundeskanzler, als Finanzminister haben Sie betont, dass Next Generation einen Schritt zur Fiskalunion in der Europäischen Union ist. Würden Sie heute diese Bewertung wiederholen und welche Schritte sind noch notwendig, um diese Fiskalunion zu erreichen? Wie beruhigend, dass das jetzt endlich auch geklärt ist. Herr Scholz, Sie sind der Kanzler, der die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu bewältigen hat. Dazu möchte ich gerne wissen, wann haben Sie und in welcher Form von der Richtlinienkompetenz in besonderer Weise Gebrauch gemacht? Mir ist erinnerlich, das 100 Milliarden Sondervermögen, das würde ich als eine solche Durchsetzung betrachten. Wo noch oder wo haben Sie es vor? Sie haben es schwerer als alle anderen. Wo wollen Sie noch Zeichen setzen? Ist das noch Journalismus oder ist das schon Heiligenverehrung? Die Antwort überlasse ich Ihnen. Alles Gute, schauen Sie wieder rein. Danke, ciao. Und schon wieder der Schnittfehler. Nein, 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 den Lauterbach. Den lassen wir jetzt nicht laufen. Der muss woanders schlafen. Schluss, aus, Ende, Amen, fertig, Ende, Ende.